Hallo Leute und willkommen hier bei MiEpperCat. Das hier ist der RAV Power File Hub. Ja, quasi ein Schweizer Taschenmesser mit ganz vielen Funktionen. Besonders praktisch, wenn man viel auf Reisen ist. Und ich versuche euch die mal heute hier näher zu bringen in dem Video. Das hier ist die Anleitung und ja, die ist relativ dick, denn der kann hier eine ganze Menge, dieser File Hub. Also gehen wir es einfach mal direkt durch. Ich starte mal mit einem kleinen Rundgang mit den ganzen Knöpfen und Bedienelementen, die wir haben. Wir haben einen Power-Button hier an der Seite. Durch einfaches Drücken wird der File Hub aktiviert. Durch längeres Drücken wird hier die WLAN-Funktionalität auch aktiviert. Kann man hier schön an dem Symbol sehen. Dann haben wir auf der anderen Seite einmal einen Switch, wo man zwischen SD- und USB-Anschluss hin und her schalten kann. Einen SD-Karteneinschub und einen Schalter für 2,4 oder 5G, also 2,4 oder 5 GHz WLAN-Funktionalität. Dann haben wir oben nochmal hier so eine schöne kleine Klappe. Wenn wir die einmal öffnen, sehen wir darunter nochmal einen Netzwerkanschluss, einen USB-Typ-C-Anschluss und einen ganz normalen USB-A-Anschluss. So, und auf der Unterseite, da haben wir nichts und ganz hinten drauf natürlich nochmal ein paar technische Daten. So, also soweit zum ersten Kennenlernen. Aber was kann das Ding denn jetzt? Ich fange mal mit dem Einfachen an. Das hier ist eine Powerbank. Ja, hier hinten drauf steht es auch. 6700 mAh stark ist hier die Powerbank, die hier drin steckt. Und damit kann man seine Geräte aufladen. Ganz normal hier über den USB-A-Anschluss Ladekabel anschließen. Und dann iPhone, Smartphone oder was auch immer dann direkt hier über die Powerbank aufladen. Das Ganze hier ist aber auch ein Router. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und ihr seid irgendwo in einem Hotel, wo es kein WLAN gibt oder ihr habt nur Internet über ein Netzwerkkabel, dann könnt ihr hiermit euer eigenes WLAN starten. Dafür einfach Klappe öffnen, Netzwerkkabel dann hier einstecken, den Router hier aktivieren oder hier den File Hub aktivieren, so dass er auch hier das WLAN dann ausstrahlt. Und dann könnt ihr nur noch auswählen, ob ihr gerne ein 2,4 GHz WLAN oder ein 5 GHz WLAN haben wollt. Auch eine coole Sache. Kann ja durchaus praktisch sein, wenn das 2,4 GHz Band zu belegt ist und man hat keine gute Verbindung. Dann switcht ihr einfach auf 5 GHz um und dann könnt ihr euch hier ganz normal über das Handy dann verbinden. Dann wird euch dort ein schönes WLAN angezeigt, wie hier RAV File Hub 2G in meinem Fall. Also ihr habt hier immer euren eigenen mobilen Router mit dabei. Wenn ihr ein WLAN schon habt und ihr wollt das verlängern, kann der auch als Extender quasi dienen und somit die Reichweite des WLANs nochmal vergrößern. Ihr habt hier auch gleichzeitig einen SD-Kartenleser, den ihr dann per Funk einfach verbinden könnt mit eurem Smartphone, also mit dem iPhone, mit dem Android-Phone, mit dem Tablet, mit dem iPad. Ganz egal, ihr habt hier also einen mobilen, kabellosen SD-Kartenleser. Und das Ganze funktioniert über eine extra App und die muss man sich natürlich mal runterladen. Das ist hier die RAV File Hub App und bevor ich die jetzt benutze, verbinde ich erstmal hier den RAV File Hub per WLAN mit meinem Gerät. Geht ganz einfach, einmal drauf tippen und dann verbindet er sich automatisch. Es gibt noch ein Passwort, das steht in der kleinen dezenten Anleitung mit drin und dann hat er sich verbunden. Ich öffne hier die RAV File Hub App einmal und wir schauen mal, was uns hier angezeigt wird. Ich habe ja gerade eben hier die SD-Karte reingeschoben, also müssten wir jetzt hier auf die SD-Karte zugreifen können und so ist es auch. Hier wird sie angezeigt, SD-Karte 14,57 GB sind voll und 2,92 sind verfügbar. Ich kann hier auf Dateimanagement gehen und sehe dann hier, was ich alles auf meiner SD-Karte habe und könnt hier auch oder ich kann hier auch sogar direkt mal wiedergeben, was da auf meiner SD-Karte drauf ist, wenn das zum Beispiel irgendwelche Videofiles sind. Also, ihr habt direkten Zugriff ganz normal hier auf alle Inhalte der SD-Karte. Man kann aber auch Dateien dann kopieren vom iPhone auf die SD-Karte, von der SD-Karte zum Beispiel Fotos aufs iPhone zurück. Ihr könnt Sicherungen machen von euren Fotos, von euren Videos. Ihr könnt eure Kontakte backuppen, dass die also dann auf der SD-Karte gespeichert werden. Es gibt eine ganze Menge. Ihr könnt auch hier direkt auf die Kamera zugreifen, dann hier ein Foto machen und das wird dann auch direkt auf der SD-Karte gespeichert. Also wirklich ganz viele tolle Funktionen. Und das Beste ist, das funktioniert nicht nur hier mit einer SD-Karte. Nein, ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen USB-Stick anschließen oder was noch besser ist, hier so eine kleine externe Festplatte. Das mache ich mal eben noch, weil dafür ist das eine super Sache. Überlegt mal, ihr fahrt mit der ganzen Familie in Urlaub und wollt eure Film- und Seriensammlung
mitnehmen, so dass quasi jeder auch darauf zugreifen kann. Und dann macht ihr einfach dann im Urlaub hier den RAW File Hub startklar, schließt dort eure Festplatte an. Ihr seht, hier das Lichtchen ist angegangen, die Festplatte ist am Anlaufen. Und dann könnt ihr hier im Urlaub direkt loslegen, denn bis zu 5 Geräte können hier gleichzeitig auf den RAW File Hub zugreifen. Das heißt, Papa, Mama, Kind, Oma, Schwester, und die können dann quasi wie bei dem NAS sich dann hier die Daten holen. Ihr seht, die Festplatte wurde direkt erkannt. Ich kann hier ins Dateimanagement nochmal reingehen, habe hier meine ganze Dateistruktur und kann dann hier auch meine ganzen Videos, das hier ist meine Backup-Platte, wo ich all meine Videos drauf abspeichere, dann mir auch anschauen und natürlich auch von der Festplatte her direkt dann hier was abspielen. Dafür finde ich das echt super, dass man dann quasi sein eigenes NAS mit dabei hat und jeder kann dann drauf zugreifen und nicht jeder muss sich da was abspeichern. Nicht jeder hat ja so viel Speicherplatz auf dem Handy frei. Das finde ich eine richtig coole, tolle Funktionalität. So, und ja, man kann natürlich auch hier umswitchen dann, wenn man hier die Speicherkarte drin hat, dann zwischen SD und USB, je nachdem, worauf dann gerade hier zugegriffen werden soll. Also ihr seht schon, hier steckt eine ganze Menge mit drin. Aufgeladen wird das Ding übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, über den USB-C-Eingang oder den Anschluss hier. Also ganz normales USB-C-Kabel, das wird natürlich auch mitgeliefert, Freunde. So, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich an alles gedacht. Ja, also ihr seht, man kann eine ganze Menge machen. Man kann natürlich auch, was auch möglich ist, hin und her kopieren von zum Beispiel hier der Speicherkarte, der SD-Karte auf die Festplatte oder von der Festplatte dann auf die Speicherkarte. Auch das ist möglich. Also ein sehr praktisches Teil. Ihr habt eure Powerbank dabei, ihr habt euren Router dabei, ihr habt euren NAS dabei, euren mobilen SD-Kartenleser. Prima Sache und alles in einem kleinen handlichen Gerät, das allerdings ja nicht ganz so günstig ist, aber wenn ihr alle von diesen genannten Funktionalitäten einzeln holt, eine Powerbank, ein SD-Kartenleser, ein NAS, ein Router, dann wäre es auf jeden Fall teurer als hier der RAW File Hub. Man muss nur eben wissen, ob das hier eine Funktionalität ist, die man gebrauchen kann als Vielreisender zum Beispiel oder eben nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert echt gut, Freunde, ich habe es ausprobiert, ist ein sehr, sehr schönes Gerät und lässt sich auch gut bedienen. So, ich denke, das waren so die wesentlichen Punkte. Ihr könnt ja mal schauen, hier unten in der Videobeschreibung ist der Link direkt zu Amazon. Wenn ihr es brauchen könnt, kauft es mal, probiert es aus, schaut mal, ob das was Passendes für euch ist. Ich kann euch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung geben. Funktionalität, die ist echt gut. Das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!